Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Der ein oder andere von euch hatte jetzt schon das Problem, dass sein Wärmepumpentrockner nicht starten will, sondern beim Einschalten nur piept, aber nicht losgeht, obwohl die Tür geschlossen ist. Meistens liegt das an dem defekten Türschalter. Wie ihr den auswechseln könnt oder wie ihr den prüfen könnt und ordentlich rankommt, erkläre ich euch in diesem kurzen Video. Hier sitzt dieser Türschalter. Von außen kommt man da nicht wirklich ran. Dazu löst ihr links und rechts am Flusensieb die beiden Schrauben. An der Unterseite sind noch zwei Schrauben. Die seht ihr hier nochmal, die sind ein bisschen versteckt. Die werden ebenfalls gelöst. Danach entfernt ihr die beiden Flusensiebe. Nehmt das Bullauge ab, das sind zwei Schrauben. Danach könnt ihr es nach oben aushaken, das fällt also nicht ab, wenn die zwei Schrauben draußen sind. Und diesen umlaufenden Dichtungsgummi, der ist nur gesteckt, den zieht ihr auch einfach raus. Wenn das erledigt ist, müsst ihr unten in dem Bereich ran, dazu erst die linke Seite öffnen. Bei Geräten mit durchgehender Klappe fängt man am besten auf der linken Seite an. Und dahinter findet ihr dann auch nochmal drei Schrauben, auch die müssen gelöst werden. Und in der Nähe des Kondenswasserbehälters drei Schrauben an der Blende und eine noch von der rechten Seite. Danach könnt ihr die Blende entfernen. Zieht sie euch ein bisschen beiseite und ihr seht, auch hier sind nochmal drei Schrauben versteckt. Auch die müsst ihr entfernen. Das Türschloss direkt ist auch noch verschraubt. In diesem Bereich sitzt die Schraube, hebelt dafür vorsichtig das Plastik ab, entfernt die Schraube und danach könnt ihr die Vorderwand so ein bisschen zur Seite ziehen. Und hier seht ihr schon das Türschloss. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Das ist einfach nur ein Stückchen Plastik und da drin sitzt ein Mikroschalter. Das könnt ihr rausnehmen, das Kabel abziehen. Ihr könnt es auch gerne probieren, indem ihr es reinigt. Manchmal bringt das schon was und das Gerät funktioniert hinterher wieder. Noch ein wichtiger Hinweis, die Schrauben sind alle ein wenig unterschiedlich. Merkt euch also bitte, welche Schraube wo war und baut das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.